Guten Morgen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe gerade das Schwangerschafts-Update gedreht für euch. 31. Schwangerschaftswoche. Hat sich ja echt viel ereignet in die Waschmaschine. Die ist immer noch nicht richtig eingestellt. Es hat sich ja richtig viel ereignet in den letzten 3-4 Wochen der Schwangerschaft. Also ich war ja im Krankenhaus und so. Und das habe ich euch alles nochmal so zusammengeschnitten. Ja, Bernd ist arbeiten, Calvino ist in der Schule. Ich habe schon ein bisschen Haushalt gemacht und ein Video für euch gedreht. Und ansonsten wird heute nicht viel passieren. Doch, ich muss gleich kochen. Also halt, ey, voll das Hausfrauendasein. Jetzt hier im November, im zweiten Lockdown, wo mein Nagelstudio geschlossen ist. Ich darf ja nicht mehr arbeiten jetzt. Ja, ich kann mich total aufs Hausfrauendasein konzentrieren und ich sag euch, ich genieße das total, dass ich in Ruhe hier den Haushalt schmeißen kann. Es ist eigentlich immer relativ ordentlich und sauber, also sauber, ne? Wir haben halt einen Hund, hier liegen auch mal Hundehaare rum, aber es ist jetzt noch nie so gewesen, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, wenn jetzt spontan ein Besuch kommen würde, könnte ich die nicht reinlassen oder würde mich enorm schämen, wenn jetzt welche kommen würden. Das war ja oft so, wenn ich noch gearbeitet habe, dass wenn ich 2 Tage von morgens 8:30 bis abends 19 Uhr auf der Arbeit war, natürlich, dann bleibt vieles liegen, dann geht man duschen nach der Arbeit und die Sachen liegen einfach auf dem Boden, weil man echt keinen Nerv mehr hat, die noch jetzt wegzuräumen oder zu waschen. Die Spülmaschine ist voll, die Spüle ist voll, alles ist voll. Also das hatten wir echt des Öfteren, als ich noch arbeiten war. Und ich muss dazu sagen, jetzt wo wir umgezogen sind, das ist der Kühlschrank, da zieht sich Wasser für Eiswürfel. Und die Spülmaschine läuft auch. Aber jetzt wo wir umgezogen sind, was einiges erleichtert ist, wir haben 2 Etagen. Das heißt, wir haben oben ein Badezimmer, wo wir duschen, baden, waschen, umziehen, alles Mögliche. Was wirklich sehr, sehr pflegeleicht ist, muss ich dazu sagen. Das ist grau, also graues Waschbecken, graue Badewanne und Dusche. Und da fällt einfach Staub oder so auch nicht so doll auf, ne? Und wir haben hier unten ein Gäste-WC. Und das lässt sich alles super sauber halten, weil hier unten geht man ja wirklich nur eben auf Toilette. Da sprühe ich dann einmal am Tag ein. Zack, 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 fertig. Und oben ist halt privat. Da wird ja Besuch eh nicht hingehen, wenn uns jetzt hier jemand besuchen kommt. Und das ist eine super Arbeitserleichterung. Ich habe erst gedacht, oh mein Gott, ne, so viel zu putzen. Aber im Endeffekt ist es weniger zu putzen, weil man halt nicht, also es ist halt da oben, da geht keiner hin. Und da, auch da ist es immer relativ ordentlich und sauber. Da ist jetzt halt, der Boden ist so Anthrazit. Und da ist vom Baden so, vom Duschen so ein paar Tropfen auf dem Boden, die sind getrocknet und dann sieht man halt diese Flecken, aber es ist ja nicht dreckig. Und ich wische da gleich einmal durch und dann ist es alles weg und dann ist wieder alles Tico-Taco. Also ja, wunderbar. Dem Mäuschen geht es auch super, der Murmel, alles gut. Wir haben super geschlafen, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist mittlerweile, nachts sich zu drehen. Ich bin dann, glaube ich, so... wenn ich mich da von einer Seite zur nächsten hiefe. Aber alles halb so wild. Es geht uns super. Und die Müdigkeit, die ist immer da. Der Bernd geht heute noch unseren Wocheneinkauf machen. Und ich drehe euch das dann ab in ein Food Hall wieder. Ich habe schon mal angefangen, Mittagessen zu kochen, denn... mittlerweile haben wir ja unseren Tagesablauf sehr geändert, dadurch, dass ich nicht mehr arbeiten gehe. Früher haben wir abends immer warm gegessen, also Bernd hat ja bis 19 Uhr gearbeitet, ich habe den Vormittag gearbeitet und dann habe ich so gekocht oder Bernd hat gekocht, dass wir halt abends gemeinsam alle Abendbrot essen, aber es war halt dann unsere Hauptmahlzeit. Und mittlerweile ja, kochen wir oder ich vormittags, damit wir in der Mittagspause zusammen essen können. Bernd macht ja den Laden zu mittags und kommt dann nach Hause. Dann essen wir zusammen und abends gibt es jetzt wirklich ganz traditionell Abendbrot bei uns. Also Butterbrot. Und manchmal gibt es da noch ein Süppchen bei oder, keine Ahnung, so Rührei mit Tofu machen wir das ja oder Speck. Sowas halt, aber halt
Abendbrot. Bei uns gibt es heute Chili, Blumenkohl-Chili. Es ist ein bisschen abgewandelt, das Rezept. Es gab noch keine Frühlingszwiebeln heute Morgen im Supermarkt, als wir spazieren gegangen sind heute Morgen. Da waren wir schnell, oder Bernd ist schnell reingesprungen in den Supermarkt, um ja, Blumenkohl zu holen und alles, was wir für dieses Blumenkohl-Chili brauchen. Und es gab noch keine Frühlingszwiebeln, deswegen ist Lauch drin und ja, ein paar andere Sachen noch sind geändert. Hier, das ist von Chefkoch, dieses Rezept. Und ich habe jetzt gerade mal entdeckt, das hat nur 3 Sterne. Da sind die Sterne. Ich verstehe nicht, warum. Ich habe 2 Accounts, also einmal hier und auf meinem Handy den Account, habe ich beide volle Sternzahl gegeben, weil das echt lecker ist. Das schmeckt für mich wie vom Chinamann. Wir essen das allerdings nicht mit Kartoffeln, sondern mit Reis. Und hier sind die Zutaten. Ja, ich hatte jetzt auch keine Paprika mehr, eine frische. Ich habe einfach die von letzte Woche aus dem Salat rausgeholt. Der war noch gut. Die war noch gut, die Paprika, aber ja, ein bisschen improvisiert. Aber ja, ihr müsst selber schauen, wie es euch am besten schmeckt. Das ist total schnell gekocht und es schmeckt total lecker. Und wir nehmen übrigens immer den Tiefkühlblumenkohl. Den kann man dann einfach so auftauen, oder ich habe den jetzt gefroren da reingegeben, brate den ein bisschen mit an und dann lösche ich den gleich einfach ab. Und den Rest Porree, den packe ich in den Gefrierbeutel und friere den ein. Dann muss ich für die nächste Suppe, die ich mache, einfach nur reinschütten. Ich habe das jetzt gerade mal probiert und da Calvino heute nicht mit ist, habe ich Chili da reingemacht. Ein bisschen mehr als sonst. Diese, ich weiß gar nicht, wo wir die mal her hatten. Irgendwo hatten wir die mal her und ich habe die jetzt gerade halt so durchgebrochen und habe die im Öl mitgeröstet und habe gedacht, ja, ein bisschen schärfer. Wir mögen es ja gerne scharf, Bernd und ich. Boah, das ist so scharf. Ich habe die jetzt wieder rausgefischt und ich suche gerade, also eine durchgebrochene müsste hier noch drin sein. Naja, egal. Aber es ist lecker. Und mit Reis und so, dann geht es ja nachher. Ich muss jetzt gleich nur noch die Speisestärke da reinmachen, wenn es ein bisschen ja, gekocht ist. Und dann ja, ist das schon fertig. Ich kann das nur noch durchziehen. Kannst du gleich einmal die Musik ausmachen, bitte? Bernd malt gerade Kaffee frisch. Er wollte noch einen Kaffee trinken und ich mache gerade Zwischenmahlzeit. Kaki, Birne, Apfel, Kiwi, ein paar Vitamine für uns. Wir machen nur eine kleine Pause hier, das Murphy und ich. Machst du die Musik einmal aus? Ja, mache ich jetzt. Warum? Deswegen war ich hier auch. Achso, so ein Glasfried. Soll ich einen Livestream machen? Nein, für mich nicht. Dein Hund vielleicht. Ja. Dein Glotz da. Er sieht, wie ich die Kaki esse, das Murphy. Hm? Nee, ich bin zum Glück nicht wieder hingefallen. Was ist los, Etty? Hm? Wir haben schon Weihnachtsbeleuchtung. Da sieht man nicht so gut. Aber da sieht man es. Ja, heftig, ne? Wird gleich schon dunkel. 17 Uhr. Hallo. Bernd ist immer schwer am Arbeiten. Ich habe ihn auch gezwungen, ein bisschen Obst zu essen. Ich muss eben zum Edeka gehen. Also ich muss nicht. Warte, jetzt habe ich was vergessen. Och, Menno. Warte. Oh. Danke. Das ist die Demenz in der Pregnancy.
Jetzt so neben so einem Stuhl mit überall bringen. Drauf. Ist gleich. Also. Was denn? Abgeworfen, hast du ein Foto gemacht? Nein. Warum schleifst du die Tür hier so? Pass auf! Ich komm nach vorne wieder rein, bist du doof? Okay, also, ich muss zum Netto gehen. Ach, Edeka. Akkus entsorgen. Und Bernd geht ja heute Abend noch einkaufen nach der Arbeit. Und dann bei Kaufland. Wir brauchen so verschiedene Ersatzfleischprodukte, die manchmal ausverkauft sind. Und deswegen gehe ich jetzt im Netto gucken. Wenn sie die da haben, nehme ich die direkt mit. Ach, im Edeka immer noch, sorry. Und falls die heute Abend bei Bernd dann ausverkauft sind, dann habe ich die schon mal geholt. Und ich wollte Sachen einkaufen für Weihnachtskekse. Ich hatte nämlich ein Rezept rausgesucht bei Chefkoch für vegane, wie heißen sie? Zimtsterne. Ich liebe Zimtsterne. Und Vanillekipferl. Also das habe ich selber veganisiert, das Rezept. Und ja, da wollte ich schon mal ein bisschen einkaufen für. Und deswegen gehe ich jetzt zum Edeka. So, davon bräuchte ich 5, gibt es aber nur 3. Davon macht Bernd Rouladen. Und also der rollt die dann so aus und so. Das ist richtig lecker. Weil wir auf den Geburtstag eingeladen sind. Und dann nehmen wir die Rouladen mit für uns. Dann habe ich 4-mal Puderzucker. Dann die Mandeln brauche ich für gebrannte Mandeln, da wir ja dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt haben, wegen den ganzen Zuständen. Die Mandeln für die Vanillekipferl und noch irgendwas, weiß ich jetzt gar nicht. Und die Haselnusskerne für die Zimtsterne. Wir sind zu Hause, Smurfy und ich, und wir haben jetzt so sturmfrei, also hatten wir den ganzen Tag eigentlich, außer in der Mittagspause, da war Bernd hier. Aber jetzt ist halt Feierabend. Es ist soweit alles erledigt und keiner ist da. Bernd geht gleich noch einkaufen. Calvino kommt heute auch erst spät nach Hause. Da schaut, was Smurfy macht. Der liegt auf seinem provisorischen Körbchen. Also was heißt provisorisch? Das sind einfach so mehrere Decken. So ein Malervlies, was er so total gemütlich findet. Und noch so mehrere Decken. Er findet das total gemütlich. Und deswegen ist es sein Körbchen, weil, ihr wisst ja, er zerstört immer noch sehr gerne. Und deswegen haben wir gesagt, es lohnt sich jetzt nicht, ein teures Körbchen oder so zu kaufen. Da würde ich mich nämlich total ärgern, wenn er das kaputt knabbert. So, ich setze mich jetzt hier hin aufs Couch und chill und lege die Füße hoch. Wir sind heute richtig viel gelaufen. Ich guck mal. Auf Schritte. Auch geht eigentlich noch. 14.000 Schritte. Ich hatte schon mehr. Aber ich bin so ein Ringkäfer. Hallo, die Murmel. Ja. Wir sind heute im Feld spazieren gewesen, der Smurfy und ich. Das war richtig, richtig schön. Es war so ein schöner Herbsttag. Habe ich euch auch auf Instagram gezeigt. So ein Rapsfeld war da. Oh, den kann man hier so, seht ihr das? Man kann die Lehne so nach vorne holen. Das ist richtig angenehm jetzt mit dem dicken Bauch, weil ich ja nicht so nach hinten lehnen kann. So gut. Dann kriege ich so schlecht Luft, meine ich immer. Und deswegen mache ich mir dann die Lehne so nach vorne. Was Murphys Fell lebt auch noch. Das ist so schön weich, sage ich euch. Das ist richtig gemütlich. Und am Anfang, als ich euch das hier gezeigt habe in dem Video, wieder Eiswürfel, zieh schon Wasser. Los, Kühlschrank. Ja. Also als ich euch das gezeigt habe, dass Smurfy dieses Fell hier gekriegt hat, um hier auf der Fensterbank zu liegen, weil er guckt da total gerne raus und guckt sich die Tiere draußen an, die da rumrennen, hat er das so auch gefetzt. Und da wurde ich schon gefragt, ob es noch lebt. Und ja, es lebt noch. Man muss ihn immer nur langsam ranführen an solche Sachen und dann geht das auch. Ja, also ich mache mir jetzt den Fernsehen an und werde hier schön entspannen und den Vlog beenden.
Ich danke euch fürs Zuschauen und ich drehe gleich noch ein Foodhaul für euch, wenn Bernd vom Einkaufen kommt. Und würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!